Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montagmorgen. Tatsächlich sehr außergewöhnlich, dass zu dieser Zeit ein Video online kommt. Aber heute startet was ganz, 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 ganz Tolles. Und zwar geht die Buchbindeliebe an den Start. Und ihr wisst ja, ich bin ganz großer Fan von allem, was mit Graupappe zu tun hat. Und jetzt begebe ich mich selbst in ein neues Metier, denn heute gibt es Ringbuchmechaniken im Shop von Kreativdepot und wie ihr sehen könnt, gibt es wieder unfassbar viele tolle Farben und es gibt heute sogar außer der Reihe ein kleines Projekt und zwar hat sich Jenny von Charlies Mama ein kleines Mini-Büchlein überlegt, wo wir gleich mit der Ringbuchmechanik arbeiten. Aber zuallererst habe ich mir überlegt, dass ich euch mal die Farben zeige, denn ich würde sagen, das sind alles die Farben, wo es dann auch die Basic-Papiere zum größten Teil gibt. Nicht alle, aber viele. Und ich starte mal hier mit dieser Farbe. Das ist Faunblau Matt und das finde ich auch richtig toll. Diese Ringbuchmechaniken sind alle matt. Das finde ich mega. Ich liebe ja matt. Auch bei den Enamel Dots haben wir jetzt ja Matte und es kommt auch ganz eventuell noch was anderes die Woche, was matt ist in den Shop. Und da habe ich mich auch mega dolle gefreut. Überhaupt steht diese Woche im Zeichen der Buchbindeliebe und da wird es einige Produkte geben, die in den Shop einziehen. Aber ich starte, wie gesagt, jetzt erstmal mit den Ringbuchmechaniken. Da gibt es einmal diese Farbe. Ich muss nur einmal schauen, wo ich das gleich wieder hinstapel. Ich glaube, ich muss das einfach hinter mich schmeißen. So, dann gibt es einmal hier ein wunderschönes Blau. Das ist Marineblau Matt. Und für alle, die maritime Mini-Alben mögen, ist ja das wohl die Farbe der Wahl. Genauso wie diese Farbe hier. Das ist nämlich Weihnachtsrot Matt. Und ich würde sagen, diese beiden Ringbuchmechaniken plus die Farbe Weiß sind ja wohl mal perfekt für maritime Alben. Und es sind alles matte. Genau, da steht auch immer matt dabei. Das sind einmal diese hier. Oh, das sind so viele. Ich hab echt keinen Platz gerade, sie neben mich zu legen. Das tut mir total leid. Ich muss mir die nachher erstmal irgendwie einsortieren. Weil es sind ja hier auch echt ein paar. Dann haben wir hier einmal schwarz matt. Einmal dahin. Dann gibt es verschiedene Rosatöne. Ich halte hier, zeige euch mal so ein bisschen zusammen, damit man so ungefähr die Unterschiede sehen könnte. Also das hier ist Pastellfliedermatt. Das hier ist Babyrosamatt. Und das hier ist Kaugummirosamatt. Und so von den Farbunterschied ist das hellste. Das so ein bisschen, es heißt zwar Pastellflieder, aber ich finde, es geht so total in das Altrosa. Und dann hier einmal in so einem richtig schönen gedeckten Rosa, das Kaugummi-Rosa. Ja, also wunderschöne Farben. Sie haben alle unterschiedliche Farbnuancen. Und dann gibt es einmal noch diese hier. Das ist Malve-Matt. Das ist dann eher so ein bisschen lila-stichig, aber auch wunderschön, passt perfekt zusammen. Ich lege die einmal nach hinten. So, dann gibt es grüne noch. Und zwar hier einmal Baby Mint Matt, Vintage Mint Matt und Salbei Matt. Und auch hier wieder wunderschön. Ich denke, ich werde heute dieses hier verwenden, weil ich habe hier noch das tolle Kit liegen, was ich noch nicht verbastelt habe und was ich so gerne jetzt mal verbasteln möchte. Deswegen habe ich mir das mal rausgelegt und auch schon mal geschaut. Also entweder nehmen wir das oder das. Und als letztes habe ich noch ein ganz helles Blau und ein Grau. Einmal dunkelgrau matt und einmal babyblau matt. Also gerade für diese ganzen Geschichten, für Mini-Alben, für die ganzen Kits, die rauskommen, für die ganzen Basic-Papiere, habt ihr jetzt quasi wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket, was so diese Farben angeht, weil alles miteinander matcht und zusammengehört. Und deswegen machen wir das heute auch. Wir werden entweder die oder die verwenden. Ich schaue gerade noch mal kurz.
Ich habe mir auch schon Buchleinen rausgesucht. Wo habe ich das jetzt hin? Hier. Und zwar möchte ich gerne in so einem hellen Beige und mit diesem Grün arbeiten, weil ich glaube, das sieht ziemlich schön aus. Und ich habe mir auch die Basic-Papiere schon zurechtgelegt noch in Baby Mint. Genau. Und hier sind halt auch so Brauntöne drin, deswegen dachte ich, das passt dann vielleicht ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, welche Ringbuchmechanik, die etwas hellere oder die etwas dunklere. Ich tendiere gerade fast ein bisschen zu der dunkleren, weil hier auch so ein paar dunkle Die-Cuts drin sind. Man hätte sogar dieses dunkle Blau oder dunkle Türkis, nee, was war es, Moment. Dieses hier würde vielleicht sogar auch passen, aber ich will jetzt, glaube ich, eher ein bisschen in der hellen Richtung bleiben und ich nehme jetzt einfach Vintage Mint Matt. Das finde ich passt ganz gut. Und dann können wir schon mal anfangen mit unserem Mini-Album. Und zwar, also das brauchen wir jetzt erstmal alles nicht. Deswegen darf das noch zur Seite. Ich habe gerade festgestellt, dass ich was vergessen habe. Deswegen habe ich gerade nochmal das, was ich eben schon alles gemacht hatte, nochmal runtergerupft. Glücklicherweise ging das mit der Graupappe. Ist zwar nicht ganz ideal, aber ging jetzt nicht anders da. Denn ich habe hier vergessen, dass hier noch Einkerbungen sind. Und zwar messt ihr euch jetzt von hier unten 5 cm, also von hier, und von der Seite 3 cm. Also einmal 3. Auf der anderen Seite genau das gleiche. So, also hier 3 cm und dann einmal hier. Zentimeter. Genau, und das schneiden wir uns nämlich jetzt einmal raus. Ihr seht es nur wieder besser wie ich. Und das machen wir nämlich bei beiden Teilen gleich. Ist immer schön, wenn man sowas feststellt, wenn man schon alles festgeklebt hat und dann kurz mal in Panik verfällt. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein großes Stück Buchleinen für die Tonne gehabt. Aber egal, ich habe es zumindest noch retten können, dass ich zumindest die Graupappe noch verwenden kann, weil das ist ja dann auch ärgerlich. Ah ja. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Das ist nämlich dann hier das. Ja, so sollte das aussehen. Das heißt, auch hier einmal, ich mache das jetzt mal so, dass ich hier 3 cm. So, dann geht es ein bisschen flotter. Hier 5 anlege. Und hier 5 anlege. Und dann auch hier wieder rausschneide. Einmal prüfen. Ja. Wieso passt das jetzt nicht? Seht ihr, es macht schon Sinn, dass man das auch aneinander legt. Aber hier oben passt es, hier unten nicht. Warum nicht? Aber es sind 5, ist ja toll. Ist das jetzt? Warum passt das nicht? Hä? Ah, hier habe ich irgendwie... Naja, also eigentlich habe ich hier das richtig geschnitten. Ich muss mal kurz schauen. Das passt.
Das passt fast. Also hier muss ich mir, glaube ich, gleich mal ein Millimeterchen abschneiden. Und hier mache ich das jetzt einfach so, dass ich das daran orientiere, weil sonst passt das ja nachher nicht zusammen. Warum auch immer. Das ist doch jetzt hier. Ich mache das jetzt einfach so. Sonst passt mir das hinterher nicht. Und dann wäre das auch blöd. Also. Sag mal, bin ich irgendwie doof? Ach da, ich habe das Falsche genommen. Heute ist schon wieder so ein Tag, da klappt ja alles richtig gut. Passt das jetzt? Ja, also so müsste das ja mal ungefähr hinhauen. Lieber mal das, was falsch ist, wegradieren. So. Bevor ich noch auf die glorreiche Idee komme, das zu schneiden, das würde ich mir auch noch zutrauen. So. So müsste es aber passen jetzt. Schwere Geburt hier. So, ich habe jetzt mal hier noch ein bisschen hin und her gefriemelt, damit das einigermaßen passt. So soll das jetzt auch aussehen. Bei mir ist es jetzt nicht mehr ganz von den Maßen her so, wie es gedacht ist. Es liegt einfach daran, dass ich irgendwie ungenau gearbeitet habe. Aber so ist es jetzt. Ich will es jetzt auch nicht wegschmeißen. Außerdem sieht das eh kein Mensch hinterher. So, dann können wir uns das hier einmal auf die Kleinen aufbringen. Lege ich so hin, damit ich weiß, dass das passt. So. Dann einmal hier etwas Leim drauf. Mache das wieder hier mit meiner Rolle. Ich habe meinen Leim zwar aufgefüllt, aber der ist noch sehr dickflüssig. Ich habe noch nicht Wasser dazu getan, aber es geht. Es ist nur immer, wenn ihr das mit der Rolle macht, dann hat das eigentlich überhaupt kein Spiel mehr, auf dem Buchlein zu verschieben. Also das muss dann immer gleich passen. Da geht dann nichts mehr mit Schieben. Noch, bleib hier. So, ein bisschen Abstand. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ich mache das ungefähr so. Das kann auch weg. Da habe ich mich ja leider verklebt. So. Dann mache ich das diesmal so, dass ich mir oben und unten tatsächlich mal eine Linie markiere, damit ich diese kleinen Stücke gleich richtig ansetzen kann. So eine Art Hilfslinie, damit ich weiß, das muss hier oben hin. Zwischendrin lasse ich so 4 bis 5 mm Platz. Ich finde, das ist ein gutes Maß. Dann gehen die Seiten immer gut zu.
So, jetzt habe ich natürlich nicht mehr geguckt, wo oben und unten ist, aber das müsste oben. Ungefähr. Ja. Genau. Ich glaube, ich mache auch erst oben, erst die Seite, genau. Ich das kurz mal zur Seite. Aber mit dem Röhrchen hier funktioniert es echt prima. Also auch jetzt, dass das hier dieses Metallteil ist und nicht mehr dieses Plastik, was ich ja vorher hatte. Richtig cool. So, dann einmal hier ansetzen. Das muss halt schon recht gut passen, aber das sieht gut aus. Weil da ist nichts mehr mit Schieben. So, und dann das letzte Stück einmal so rum. Okay, also so sollte das aussehen. Oben und unten weitestgehend in einer Linie. Und dass das hier auch in einer Linie ist, dann schneide ich mir einmal das hier weg. Einschneiden. Jenny hat das, glaube ich, ein bisschen anders da gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie alles eingebunden hat. Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht ganz sicher gerade, ehrlich gesagt, weil da soll noch Designpapier drüber. Aber ich mache das dann einfach über das Buchleinen drüber. So. Das müsste ja genauso gut funktionieren. So sieht das jetzt erstmal aus. Und jetzt müssen wir uns einmal hier noch dieses Loch schneiden,
Und zwar gehe ich hier so circa einen, ja, so ein Zentimeter hier nach innen und cutte mir das jetzt hier einmal als Rechteck raus. Also so ungefähr. Und dann müsst ihr einmal hier in den Ecken, das mache ich jetzt irgendwie auch mal so, im 45 Grad Winkel ungefähr einmal hier so einschneiden. Passt bei mir jetzt nicht ganz, also ich mache es jetzt nicht ganz 45 Grad, aber halt, dass es in der Ecke so eingeschnitten ist. Oh, da habe ich sogar mich jetzt ein bisschen verschnitten, aber es müsste trotzdem gehen. So, und dann können wir das nämlich hier gleich einmal umlegen. Okay, dann kann man das hier und hier so ein bisschen vorformen. So, und dann sieht der Einband so aus. Und ja, wie gesagt, Jenny hat das jetzt ein bisschen anders gemacht. Sie hat hier mit Designpapier gearbeitet. Und ich überlege, ob ich vielleicht mit Designpapier nur als so eine Art Streifen arbeite. Hier hinten kommt ja dann noch diese Mechanik dran. Und hier innen muss ich es ja auch noch verkleiden. Und da ist natürlich jetzt. Puh, da habe ich wahrscheinlich gerade Glück, dass dieses Stück hier noch passt. Glück gehabt. Weil ich habe nämlich sonst keins mehr. Das ist mein letztes. Das bedeutet, ich schneide mir das jetzt einmal hier zurecht. Also quasi einmal über diese komplette Länge. Und ich schneide mir dann auch schon das Loch hier raus. Und klebe das einmal ein. Das mache ich mal jetzt kurz in Ruhe, damit das auch was wird. Und dann können wir uns schon einmal der Mechanik gleich widmen. Ich habe hier wieder ganz deluxe-mäßig vor mich hingepfuscht, denn das war jetzt irgendwie nicht so ganz einfach, hier dieses Loch da rein zu friemeln. Und ich muss auch sagen, so ganz happy bin ich nicht damit, weil ihr seht das, hier hinten sind die Ecken noch offen. Und das finde ich irgendwie sehr unschön. Ich hätte wahrscheinlich hier einfach noch mehr Stück ja, mit rumziehen müssen, dass diese Ecke hier besser geschlossen ist. Aber nun gut, nun ist es so, wie es ist. Also entweder muss ich noch ein bisschen pfuschen, das kann ich ja auch immer gut. Ich habe mir hier zum Beispiel solche Streifen geschnitten und da war nämlich jetzt die Idee, ob ich die hier einfach dann so klebe. Dann ist das auch geschlossen. Aber weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich mache jetzt erstmal dieses Rückenelement hier. Das möchte ich nämlich gerne aus so einem hellgrünen Buchlein beziehen. Und das ist ja verhältnismäßig schnell erledigt hier. Aber ärgern tut mich sowas immer, weil ich mir dann denke, ja, also erstens, ich weiß leider nicht, wie man es richtig macht, wie man solche Ecken gut schließen kann. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das richtig geht. Wahrscheinlich müsste man dann nicht diagonal einschneiden, sondern irgendwie anders.
Aber nun gut, da ich kein Profi bin, muss ich jetzt damit leben, dass diese Ecken einfach so aussehen, wie sie aussehen. Oder ich finde noch einen Weg, wie es pfuschen kann. Das ist ja auch eine Kreativität, das so hinzubekommen, dass man es nicht sieht oder einem nicht so auffällt. So, ich klebe hier einmal das drauf. Schneide mir hier einmal wieder das ab. So, und dann einmal hier wie gehabt. Glaube, ich habe wieder sehr großzügig hier abgeschnitten. So viel braucht man da immer gar nicht so zum Umlegen und dann finde ich das immer ein bisschen blöd. Da brauche ich immer so viel Leim und deswegen schneide ich mir das mittlerweile immer ein bisschen kleiner. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das sieht nämlich ganz cool aus mit diesem grünen, mintfarbenen Buchleinen. Und dann habe ich zumindest schon mal außen fertig. Und dann darf ich mich noch mit der Ringbuchmechanik auseinandersetzen. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht. Und ich habe zwar so ein Tool dafür sogar da. Aber mal gucken, ob ich das so hinkriege. Muss man nämlich wohl gleich mit dem Hammer relativ brachial da reinhämmern. Ich habe auf jeden Fall schon mal den Tipp bekommen, dass man sich auf jeden Fall auf die Nieten ein Tuch legen soll, weil die sind ja auch mit Beschichtung. Und wenn man da nämlich sonst drauf hämmert, dann macht man sich die ja logischerweise auch kaputt. Also mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mir das jetzt gleich total versau. Aber gut, wir werden es erleben. Ich muss auch noch mal selber gleich in Jennys Anleitung reinschauen, ob ich jetzt dieses Rückteil, ob ich das jetzt irgendwie schon vorher irgendwie festmache und dann das Loch da durchjage oder ob ich das anders machen muss. Gucke ich gleich mal, ob sie was dazu geschrieben hat. So. Das hier irgendwie aber nicht ganz so gerade. Und ich habe auch festgestellt, als ich eben dieses Innenteil bezogen habe, dass der Leim unfassbar schnell getrocknet war, weil man muss ja ein bisschen, ja, bei dieser Fläche, die ich jetzt hatte, ich habe es ja ein bisschen anders da gemacht wie Jenny. Jenny hatte das ja nur in Teilen mit Buchleinen bezogen. Ich habe es ja komplett. Jetzt weiß ich auch, warum sie das nur in Teilen bezogen hat, weil das super schwierig ist, dann so zu beziehen auf diese Länge. Das wird doch richtig cool aussehen mit dem Mint hier. Aber die Frage ist jetzt, aber eigentlich kann ich das ja mir hier so ein bisschen festleimen, weil da müssen ja die Schrauben durch und das muss ich ja eh mit der Crop-Teil wahrscheinlich machen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so, dass ich mir da jetzt hier oben und unten das schon mal fest leime.
Dann kann ich das nämlich mit der Zwinge gleich ein bisschen antrocknen lassen. Und dann ist das nämlich hier hinten schon mal feste. Ich hätte vielleicht noch, ja, das wäre vielleicht noch eine Idee, hier auch einen Streifen reinzukleben. Sonst sieht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Man sieht es wahrscheinlich gerade so nicht. Och, dann lasse ich das weg. Dann lasse ich das weg. Also noch mal hier. So. Sieht schon schick aus. Und dann sitzt das hier. So, das sieht man nicht. Oh doch, das sieht man, wenn man durchguckt. Aber ganz ehrlich, da schneide ich mir jetzt hier so ein kleines Stückchen. Das reicht. Das muss ja jetzt da nicht drunter sein. Wobei ich eigentlich auch gerne drauf verzichten würde, aber wenn man so schräg guckt, also so. Weil dann habe ich hier nicht diese Kanten wieder. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich das so hätte, wäre das schon schön. Oder ich klebe mir hier nur so ein ganz schmales dahin. Ich fusche mir hier auch heute wieder was zurecht. Oh je. Aber so ist es. So bastel ich nun mal. Fuschen ist ja auch eine Kunst. Wir hier mal noch ein Stückchen ab. Oh, seien Sie nicht so geizig hier. Ich will es auch nicht wieder zu breit, deswegen. Aber das war jetzt ein bisschen zu sparsam. Am Werk muss noch mal richtig gefuscht werden. Deswegen mache ich das jetzt so. Und dann ist das zumindest oben und unten auf die Ringbuchmechanik überdeckt das. Ich mache das nämlich jetzt tatsächlich echt nur, damit man das von der Seite nicht sieht. Weil sonst hätte ich da jetzt liebend gerne drauf verzichtet. So, nachdem ich es jetzt 50 Mal drauf und abgemacht habe, hole ich jetzt mal meine Zwingen, damit es auch wirklich fest bleibt. Denn das muss mal ein bisschen kurz antrocknen. Ich habe die Anleitung nicht hundertprozentig durchgelesen. Ich hoffe, das fällt mir nicht gleich jetzt auf die Füße, weil es erst heißt, bitte mach die Löcher erst durch, dann habe ich ein Problem. So. Die Zwingen halten das nämlich hier jetzt schön zusammen. Und das passt doch perfekt hier. Das ist so, so schön.
So, ihr Lieben, in der Zeit, wo das jetzt hier so ein bisschen vor sich hin trocknet, werde ich mir jetzt mal die Utensilien besorgen, Handtuch und Hammer, damit wir das jetzt hier gleich durchzimmern können. Ich habe ein bisschen Angst, aber ja, irgendwie muss es ja da durch. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier dekorieren und wie ich dann noch das ein bisschen hier aufhübsche, weil dieser Streifen muss ja theoretisch auch nicht ganz bis da vorne hin. Man könnte ja hier hinten zum Beispiel mit einem Die-Cut das auch enden lassen. Dann wäre das nur hier so ein bisschen. Das wäre eigentlich ganz nett. Schaue ich gleich mal, wie ich das zurechtfusche. Okay, ich habe mich einmal bewaffnet mit einem Hammer, einem Handtuch und mit diesem tollen Zeugs her. Das ist nämlich eigentlich zum Einschlagen von den Nieten gedacht. Ich habe, da bin ich ehrlich, nicht so einen richtigen Plan, wie ich das Ganze verwende. Aber das macht ja nichts, weil das habe ich öfters nicht. Und ich versuche es dann einfach. Genau. Also ich vermute jetzt mal, dass ich auf jeden Fall hier mir erstmal markiere, wo ich auf jeden Fall gleich mal das Loch stanze. So. Und das mache ich schon mal mit der Crocodile. Ich hoffe, die kleine reicht. Zur Not habe ich noch die große. Aber eigentlich möchte ich es gerne mit der kleinen hier versuchen. Und dann brauche ich das große Loch. Oder was braucht man denn da für ein Loch überhaupt? Also hier ist einmal. Hier sind einmal die Nieten drin. So. Das ist hier übrigens jetzt Vintage Mint Matt. Und wir brauchen eine lange und eine kurze. Eine lange, eine kurze. Und nochmal eine lange und eine kurze. So. Das muss hier wieder gut rein, weil sonst verliere ich das, weil man hat ja immer zwei in einer Packung. Okay, das heißt, reicht da auch das kleine? Ich glaube, da reicht sogar das kleine Loch. Sieht sehr danach aus, oder? Bin ich jetzt doof? Naja, gut, wir können ja zur Not sonst mit dem großen Loch nachstanzen, falls das nicht passt. So. Jetzt einmal hier. Boah, das ist schon mal. Ja. Also, die kleine geht schon mal nicht, weil ich komme jetzt mit beiden Graupappestücken hier. Hier quillt übrigens der Kleber raus. Auch gut. Komme ich da nicht mehr rein? Ich kratze mal hier kurz jetzt den Leim ab. Das hat zur Folge, dass ich jetzt mit der großen arbeiten muss. Also wenn ihr das so macht wie ich, dann braucht ihr auf jeden Fall die große Crocodile. Ich habe übrigens, ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video, wo ich auch mit der großen Crocodile gearbeitet habe, wo ich dann festgestellt habe, dass dieses Teil immer umfällt. Ja. Man könnte ja vielleicht diesen Gerät auf seine Füßchen dran machen, dann würde es mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr umfallen. Deswegen mache ich das zumindest jetzt mal heute, damit mir das Ding jetzt nicht die ganze Zeit umknallt. So. Es ist manchmal so schön, wenn man eigene Erkenntnisse hat. So, das ist das große Loch, das ist das kleine Loch. Ich versuche es jetzt mal mit dem Kleinen. Jetzt habe ich hier schon wieder das Problem, dass ich. Oh, ich überlege gerade ernsthaft, ob ich mit einer Ahle arbeite, weil selbst wenn ich das jetzt hier durchschiebe, ich sehe überhaupt nicht, wo ich das Loch mache, weil da der Abstand so gering ist, dass ich das gar nicht sehe. Ah, Kinder, Kinder. Schwierig. Mach das jetzt erstmal mit einer Ahle, weil
mit der Crocodile komme ich da irgendwie gerade nicht so zu Rande. Schauen wir mal, ob ich hier zu Rande komme. Müsste aber eigentlich auch gehen. Auf jeden Fall hinten dran die Finger wegmachen. Weil sonst bohrt er euch wahrscheinlich da ein ordentliches Loch durch den Finger. Einmal hier. Boah. Krafttraining Deluxe nennt man das. Okay. Reicht das schon? Nein, das reicht irgendwie nicht. Da komme ich noch nicht so gut durch. Und dann also hier. Boah. Jetzt kriege ich es auch nicht mehr raus. Fängt schon richtig gut an. Nee, das ich glaube, ich muss mal das hier noch drumherum machen. Ah ja. Gut, also diese Niete hier, die muss da jetzt so bleiben, weil ich krieg sie da auch einfach sonst jetzt nicht mehr raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das nicht so macht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir jetzt gänzlich das Album damit hier jetzt versaue. Vielleicht schaut ihr mal bei Jenny ins Video nochmal rein, wie sie das gelöst hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Lösung hier nicht die richtige ist. Oh. Okay. So. Oh, das ist man schon Krämpfe in die Hände. So, das hat hier zumindest schon mal ein bisschen besser funktioniert. Besser heißt aber noch lange nicht gut. So, jetzt wäre ja eigentlich das Prinzip, die Betonung liegt auf eigentlich. Die Frage ist, hämmer ich damit jetzt auch noch mal drauf, weil das habe ich auf der anderen Seite ja auch gemacht. Ich möchte es halt eigentlich echt gerne nicht versauen. So, und jetzt müssen die Dinger doch hier auch irgendwie drauf gekloppt werden, oder nicht? Und da muss doch jetzt irgendwie dieses Handtuch drüber, weil sonst bringt das doch alles nichts. Also hier hat das ja hier so eine Mulde. Und das muss man doch hier jetzt irgendwie da drauf donnern. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Also eigentlich. Außer, dass das hier die Farbe so ein bisschen demoliert. Ja, ich würde sagen, das hat nicht so gut funktioniert, weil hier ich komme
kommen hier nicht so drum rum. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall komisch. Weil das Ding ist, dass diese Niete, die muss eigentlich mehr außen rein, anstatt so. Ich muss mir das einmal noch mal kurz anschauen. So, das Anbringen ist hier wirklich eine Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine ganz gute Lösung, wie man das da festbekommen kann. Und zwar nimmt man erst das Kleine und steckt das hier durch. Weil das ist das, was ja auch tendenziell größer ist als das hier. So, dann muss das andere einmal hier auch durch. So, genau. Dann lege ich das jetzt einmal hier rein in diese Mulde. Leg hier einmal das Handtuch drüber und mit diesem Teil hier, Achtung, es wird laut, hämmer ich jetzt hier ordentlich drauf. So, dann ist mir das von der anderen Seite rausgesprungen. Ist ja geil. Ist das jetzt hier fest? Ja, aber dafür ist mir das jetzt hier wieder rausgesprungen. Ist auch gut. ja. Also irgendwie habe ich da nicht so den Dreh raus, muss ich gestehen. So, also hier noch mal einlegen. Jetzt ist es fest, aber also so ganz glücklich bin ich damit nicht, weil ich habe mir hier nämlich ordentlich die Nieten jetzt platt gedrückt. Ich meine, sie sind zwar von der Farbe her okay, aber ist das jetzt fest? Ich glaube schon. Ja, jetzt ist es zumindest fest. Aber hier seht ihr, das ist noch gut geworden und da hatte ich ja erstmal ohne dieses hier gearbeitet. Aber das muss hier halt genau drauf, weil sonst habt ihr nämlich genau das Problem, dass die hier so platt gedrückt werden, logischerweise. Also man braucht auf jeden Fall hier so ein Teil. Und das Teil braucht ihr auch, weil da ist eben auch dieses Eingekerbte und dann könnt ihr das fest schlagen, hämmern und ist, also ich meine, dass es jetzt fest ist, aber ohne Gewähr, dass es wieder abfällt, weil ihr habt ja gesehen, eben als ich das drauf gedonnert habe hier, ist das auf der anderen Seite ja wieder rausgesprungen, aber jetzt macht es einen relativ festen Eindruck. Ja. Zumindest geht es jetzt nicht ab. Genau, so. Das wäre jetzt mein erster Versuch mit dieser Ringbuchmechanik. Aber ich werde mir da selber noch ein bisschen das mal anschauen, wie man das eigentlich befestigt. Weil, also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber gut, genau. So, jetzt wollte ich ja hier ein bisschen dekorieren. Beziehungsweise hier noch meinen Pfusch mir noch mal anschauen, weil ich glaube, das wäre ganz nett, das dann hier irgendwie so zu haben, dass ich dann hier mit einem Die-Cut ende. Hier sind ja ein paar schöne drin, weil ich halt irgendwie sonst hier hinten einfach das Problem habe, dass man das hier so blöd durchsieht. Und das ist ja jetzt auch ein bisschen schade. Was haben wir denn hier drinnen? Holen wir die normale raus. So, und da haben wir hier zum Beispiel ein Häuschen. Ein Auto. Ich fand aber immer das hier ganz cool.
dieses Zelt, weil ich glaube, ich würde das gerne für meinen Sohn immer nutzen. Und deswegen würde ich da das irgendwie gerne irgendwie so ein bisschen, ja, so Boho-Vintage-mäßig nutzen. Und da könnte doch das ganz cool sein, wenn man hier, also diesen Streifen, nur irgendwie so hat, damit eben hinten dieser, das nicht so ersichtlich ist. Und dann könnte man das doch hier irgendwie so irgendwie dekorieren, dass das hier doch irgendwie ganz nett aussieht. Ich glaube, das mache ich auch, weil mich das einfach stört. Und dass ich hier hinten halt jetzt einfach, ja, dass ich das hier hinten so blöd habe. Deswegen schneide ich mir das jetzt hier einmal ab. So. Und innen kann man das ja dann genauso gut machen. Na, dann hat man innen halt auch so ein Stück und kann das ja innen genauso machen. Aber das ist fast noch ein bisschen viel. Leider ein bisschen lang. Ich glaube, ich schneide das noch mal ein bisschen ab. So 2 Zentimeter von jeder Seite. Ich meine, das Ding ist, von vorne sieht es ja kein Mensch. Man sieht es ja eigentlich nur von hinten. Und guckt man da eigentlich wirklich drauf, bin ich mir halt auch irgendwie nicht ganz so sicher, weil es halt jetzt auch irgendwie wieder so ein Rumgefriemel. Wobei das irgendwie auch schon ganz nett aussieht, glaube ich. Auch kann man schon irgendwie machen. Die Frage ist nur, wie klebe ich das fest? Ich glaube, ich mache mir einfach mal kurz ein paar Gedanken, wie ich das dekorieren möchte, und dann zeige ich euch das gleich nochmal. So, ihr Lieben, zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch mein fertiges Werk hier präsentieren. Es hat etwas länger gedauert. Ich habe super viel hin und her ja, überlegt, wie ich das gerne gestalten möchte. Und ich denke, dass ich jetzt echt was hinbekommen habe, was sehr schön geworden ist. Und ich konnte auch endlich das tolle Scrapbook-Kit Baby Mint oder Vintage Pastell, nee, Baby Mint heißt das, ja, verwenden. Und das sind eigentlich die 3 Sets, die ich am meisten verwendet habe. Einmal die Puffy-Sticker Baby Mint, dann einmal die Die-Cuts und Tags und Labels. Und einmal eben dieses Vintage Pastell Die-Cut-Set. Und herausgekommen ist dieses hier. Ich habe das dann geschichtet mit 3D-Punkten, damit das so ein bisschen dreidimensionaler wird. Habe dann hier noch eine alte Wortstanze von Kreativdepot verwendet, weil das sehr wahrscheinlich ein Album wird, wo ich gerne mal Bilder von meinem Sohnemann reinpacken möchte. Und ja, meine Lösung für mein Problem hier und hier war jetzt, dass ich hier nochmal Designpapier, ja, wie so ein Band gemacht habe. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Damit kaschiere ich einfach so ein bisschen meine Löcher hier hinten. Ist nicht ganz perfekt, aber ganz ehrlich, ich fände es so um einiges schöner. Und irgendwie
habe ich damit dem Album auch noch mal so ein bisschen Leben eingehaucht, weil ich dann eben noch mal so Punkte, also so punktuell gearbeitet habe. Dann innen sieht das Ganze so aus. Da habe ich immer das gleiche Prinzip verfolgt und hier eben mit den Tags und mit den Die-Cuts gearbeitet. Und natürlich, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, habe ich noch ein paar Koliro-Sprenkler draufgegeben, einfach weil ich der Meinung bin, dass das immer noch so der letzte kleine Schliff ist, der das Ganze so vollkommen macht. Und hier kann man dann zum Beispiel ein bisschen was hinschreiben, genauso wie hier auf der Rückseite. Und dadurch, dass diese Mechanik, dass man da einzelne Blätter einsortiert, ist es auch nicht schlimm, wenn die Blätter nicht auffliegen richtig, sondern das Album wird ja sowieso stehen. Und dann hat man hier richtig viel Platz, um da seine Blätter einzusortieren, ohne dass das stört, dass das jetzt hier ein bisschen aufbaut in der, im Innenleben sozusagen. Ja, und von hinten sieht das Ganze so aus. Finde ich auch richtig schön. Ja, ein bisschen ärgert mich, dass ich hier die Niete ja, zerdonnert habe. Das liegt einfach daran, dass ihr die Teile nicht einarbeiten könnt, ohne dass ihr hier sowas habt. Denn die Niete muss hier in diese Vertiefung rein, sonst macht ihr euch die platt, weil hier hat es ja auch funktioniert. Und allgemein ist es, glaube ich, so, dass solche Teile oder irgendwas Ähnliches auch noch in den Shop kommen wird. Ich weiß aber nicht genau wann, weil sowas braucht ihr einfach, um das zu befestigen. Ich möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass das, wie ich euch das jetzt gezeigt habe, dass das ist, wie ich das jetzt probiert habe. Das heißt nicht, dass es die Nonplusultra-Technik ist. Für mich hat es jetzt funktioniert nach dem mehrmaligen Probieren. Und es ist jetzt auch meine erste Mechanik gewesen, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Album, wie es geworden ist und finde, dass es ein echtes Highlight ist. Auch hier mit dem Loch und dass man das hier so ein bisschen durchsieht, finde ich richtig cool. Ich werde mir jetzt die Innenseiten mit der Basic-Reihe Babymint gestalten. Dann passt das alles wunderschön zusammen und dann habe ich ein tolles Erinnerungsalbum für meinen Sohnemann. Genau. So, in diesem Sinne, genug gelabert, genug gequatscht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln und wir hören uns zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.